Jawohl, so wollte ich es haben. So, dann müssen wir kurz den Chat anmachen. So, meine Lieben, ich melde mich einfach noch mal kurz, auch wenn die Kamera heute mal nicht so lecker ist. Das liegt daran, dass mein Telefon heute mal wieder über Telefon läuft. Irgendwie haut hier heute was nicht hin. Hab mich schnell spontan noch mal entschieden, wo ich meine Zahlen gesehen habe. Darauf will ich nämlich reagieren kurz. Erstmal einen herzlichen Dankeschön. Wir gehen kurz mal auf YouTube. Na komm. Ach, will halt ja so nicht. Na, wo ist eins hin? Eins tiefer. Einfach mal kurz darauf. Dann gehen wir mal auf New. Ich brauche eigentlich, hätte ich auch anders aufrufen können, aber ich wollte euch mal kurz. Ja, Mann. Machen wir es so. Wollte mich euch kurz mal was sagen. Ja, das ist von gestern der Stream. Ich gehe einfach mal auf den hier. Weiß noch nicht, was ich zocken Werde werde. mal kurz das Ich Menü werde jedenfalls nehmen. mich jetzt ein bisschen ablenken mit dieses Zocken. Und So, ihr seht's. ja, Ihr wie holt mal gesagt, alles andere 145 nachher mein Livestream. Abonnenten. Und ich Herzlichen wünsche euch Dank noch viel dafür. Spaß mit dieses Video. Und ich mach's mal kurz Und werde komplett dann weg. meine Schnauze ein bisschen Mach das jetzt am halten. besten, wenn es nicht scheiße Weil mir geht's ist. echt beschissen. Und ich werde, wie gesagt, in meinem Livestream nochmal ansprechen, was ihr da abgezogen habt. Sowas geht gar nicht. Augenblick, Ihr machen wir wusstet gleich. nicht Bescheid, wie es mir wirklich ehrlich geht. Ich So, haben wir bin erstmal nicht einen Augenblick. Ich umsonst. kann auch da rauswählen. So, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Dann gehen wir mal aber komplett woanders rein. Dazu muss ich die Kamera mal ein bisschen. Nee, die Kamera kann da bleiben. Jetzt geht er wieder nicht rein. Ich muss den Chat doch nochmal schließen. Sorry, Leute. So, wieso habe ich jetzt die Kamera weggenommen? Ja. Man sollte es vielleicht so machen. So, wir müssen ja mal kurz da rein. Wie gesagt, herzlichen Dank auch auf Instagram. Da wird das mit automatisch so machen. Da kann ich aber, dafür kann ich nichts. Gehen gleich auf mich. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ich 102 Abonnenten dort habe. Herzlichen Dank dafür. Macht weiter so, meine Lieben da draußen. Es ist ehrenhaft. Leider kann ich bei Facebook das nicht sehen. Sorry dafür. Wird auch wieder Statements kommen auf Twitter, Instagram und so weiter. Ich guck mal, ob ich das jetzt von hier aus so schließen kann. Jo, geht. So, ich hatte ja noch euch versprochen, dass wir heute ja noch was Nettes zocken. Eigentlich wollte ich ja das eigentlich als Livestream machen. Das mache ich jetzt im Nachhinein. Dazu muss ich doch nochmal schließen. Mir ist gerade eingefallen, dass es ja da drin ist. Wo ist es da? Geht die Arbeit City? Hätte ich ja euch gesagt, ja, und versprochen. Machen wir auch. Solange wie der Akku hält, wird heute die Zock. Ich guck mal, ob das Wien raus ist. Kurz, lass es mal kurz vorspielen laufen, weil das ist echt ehrenhaft von Rockstar. Das aufnehmen, das ist auch gut. Einfach nur lecker. So, komm mal, mein Kleiner. Ja, ich glaube, ich fange jetzt von vorne an. Ich habe jetzt einfach mal. Ist auch nicht so schlimm, fahren wir ruhig von vorne an. Ich habe halt nicht viel geschafft. Nee, noch nicht. Wir hatten ja auch deine letzten Stunden gebracht. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is a develop. Wie sage ich, arbeite jetzt mit Tastatur und Maus. Stop being such an annoyance!
jetzt beginnt die Mission, jetzt wird's kriminell. Scheiß Menü. Ja, wir wollen beenden. Now look here, son. I got a... So, können wir das Spiel jetzt auch beenden? Müssen wir mal gucken, ob das geht hier einfach so. Jo. Dann gehen wir mal kurz nochmal bei die YouTube-Tour rein. Jetzt ist nicht schlecht. Machen wir es so. Machen wir das heute mal ein bisschen anders alles. Und will euch mal jemand vorstellen. Ihr wisst, das mache ich ja zwischendurch mal gerne, dass ich mal ein paar YouTuber vorstelle euch. Und zwar gehen wir mal auf. Toll. Bam, 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 bam. La, müssen wir mal auf hier gehen. So, ich stelle euch mal ein paar YouTuber vor, ne? Also, wenn ich das jetzt so hinkriege, gehen wir mal auf. Da wollte ich gar nicht hin. Der ist so empfindlich eingestellt bei mir hier. Die Maus. Schon wieder. Ich brauche die nur ganz komisch tippen. Ja, will ich aber gar nicht. Nein! Nein! Nein, 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 nein! So, will ich doch gar nicht. Dabei macht er meine Maus hier alleine, ey. Das war zu weit.
Sag mal, meine Maus ist so, finde ich eigentlich Städte im Moment. Wo ist das? Wo sind meine Abonnenten, die abonniert habe? Ach ja, die sind ja, na, sind ja hier so drin. Ja, alles klar. So, der Quiz stelle ich euch mal vor, was der so Schönes macht, wenn er das mal annimmt. Das ist Jörn. Jörn kennt ihr schon von mir. Wir wollen aber dahin. Ja, morgen. Er macht's gerade nicht. Warum auch immer. Na, machen wir das so. So, wie gesagt, ich stelle euch mal ein paar Leute vor. So, der Chris. Der Chris hat ja ein Statement-Video von mir kurz vorausgebracht, ne? Und ja, kann man so stehen lassen. Ist alles kein Ding. Ich mach aber mal, wie das hier einfach mal, das war heute nämlich. Hallo. Genau. Das ist, wie Ja, gesagt, hört von sich mir schon das mal spitze. Statement-Video. Leise Kann an. man so Hallo? stehen lassen, könnt ihr nachher mal reingucken. So. Ich wollte aber Hallo. eigentlich Ja, euch jetzt ist es ein bisschen zu hoch. mal was So, anderes jetzt zeigen, aber. und zwar so streamt. So, jetzt aber. Er streamt Gut. GTA, er So. streamt auch Ja, dann mal herzlich willkommen bei meinem. Fortnite. Ja, mein Video. Oder natürlich Phase Minecraft, es mit mit aber dabei auch. hier wieder von meinem Hier, habe 65. ich mal die Idee gebracht, dass er das hier machen soll. Mal. Das ist nämlich auch gut. Ja, toll, jetzt müsste meine Maus hier raus. So. Hallo Maus. Jetzt mache ich mal kurz mit Finger, dass ich alles ganz schnell wieder hinkriege. Diese zurückgängig. Aufrufen. So. Jetzt muss ich da noch mal So. gucken. Seine Xbox hat er wieder zu Leben erweckt durch mich, Okay. weil ich meine PS3 zu Leben Aber kann erweckt auch habe. hier nur Reifendruck machen. Ja. Aber Hier fehlen wir vor. Luna Maus wünscht Das sich auch viel ganz gleicher bei der gerne Forza. so Also ein paar bei den Abonnenten. Ich glaube, sie hat Forza. jetzt Chance zum Grund, hat ein Zimmer wieder. Ich weiß ja keine Ahnung. Ja, Aber das ist auch das okay. gleiche bei der GT Sport. Natürlich Wasser, wenn du ja so. Gucken wir mal kurz rein, was sie heute so Schönes gemacht hat. Na. Wir können auch noch ganz schnell woanders reinrutschen, so ist es nicht. Wie gesagt, ich stelle euch mal kleine YouTuber vor. Ich bin auch noch relativ klein, aber ist halt mal so, auch kleine YouTuber haben verdient, mal ein bisschen Werbung abzukriegen, kostenlos, und das mache ich halt. Nicht eine große von mir. Wie gesagt, mit einer Black habe ich euch schon vorgestellt. Ja, und heute ist mal sie dran. Ich darf die Maus nicht bewegen. Aha. So bist du einer, okay. Ich stell den Job vor. Ich hab den hier schon geholt. Da wird der nächste auf ein kleines Video rauskommen, weil ich so alles habe. Das ist es nicht. Also ich stelle heute nur den Job vor, so wie es aussieht. Ist klar. Dann können wir ja mal. Na. Bei Axelot wollte ich nicht hin. Ich wollte noch für euch woanders hin, wo bin. Die es auch verdient hat, mal was zu zeigen. Tanzverbot habe ich, wie ihr seht. Er ist cool. Kann ich auch bloß wunderschön empfehlen euch. Er macht auch zwischendurch mal Livestream. Wir gehen mal einfach mal dahin und gucken uns mal dein Lost Play ein bisschen an. Vorher kommt natürlich bei ihm immer Werbung. Das ist, was mich so ein bisschen nervt, aber so verdient er sein Geld und er braucht das Geld auch. Ich Achtung, verstehe die es in auch. diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Ich glaube, ich werde da den Chat dann einfach auslassen.
Heute bin ich gemeinsam mit Harald und Heiko unterwegs zu einer riesigen verlassenen Porzellanfabrik irgendwo in Deutschland. Gelegen an einem schönen alten Wald, in dem wir die Nacht verbrachten, erforschen wir nun die riesigen Räume und verwinkelten Gänge der alten Fabrik, in der sich nicht selten noch einige Details aus alten Zeiten befinden und vor allem ganz viel Porzellan. So, dann wollen wir mal reingehen in die gute Stube. Alte Bücher aus dem Jahre 88. Guckt mal, verschiedenste Formen. So, hoffen wir mal, die Treppe hält hier das Ganze noch aus. Da oben liegen auch noch so alte Pakete. 1210 Grad. Und hier ist so ein Lager sogar komplett umgefallen. Fässer mit Chemiezeichen, die einem signalisieren, fass das bitte lieber nicht an. Lumos. Ich weiß nicht, ob die hier die Polizei rufen, die Anwohner. Ist mir auf jeden Fall lieber, wenn die mich nicht sofort sieht. Ich geh mal runter. Mein Name ist Paul Schridde. Ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Soll ich euch mal... Hallo Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Und heute befinde ich mich noch nicht an einem Lost Place, sondern noch am Zelt. Der Heiko und der Ben, die sind auch am Start und stehen hier bereit, mehr oder weniger. Und wir haben uns heute Nacht hingestellt, irgendwo in so einem kleinen Wäldchen. Ist ganz schön hier, muss man sagen. Die Vögel zwitschern. Ja, ich werde das Zelt jetzt abbauen und dann sehen wir uns gleich im Auto auf dem Weg zur Location wieder. Bis gleich. So, eingequetscht im Polo sitze ich jetzt hinten im Auto. Harald hat extrem schlechte Laune, weil er sehr schlecht gepennt hat hier drin zu zweit mit Heiko. Ja, wir fahren jetzt zur Location. Ziemlich merkwürdigen Weg herunter. Der aber richtig schön ist. Auch eine fantastische Landschaft hier. Dann sind wir gleich schon da. Denn wir haben sehr in der Nähe geschlafen, der Location. So Leute, inzwischen haben wir uns beim Gebäude eingefunden. Als allererstes ist es irgendwie ein ziemlich großes, graues Gebäude. Aber wenn man dann hier ein Stück weiter geht, ist da noch mehr graues Gebäude. Ich glaube hier um die Ecke. Da sind auch schon ganz viele Eingänge offen. Da hinten kommt man rein, hier vorne kommt man rein. Gibt's eigentlich überall rein. So, dann wollen wir mal reingehen in die gute Stube. Kommen im großen Fabrikgelände. Hier vorne dürfte Heiko sein. Da hinten hört man auf jeden Fall schon jemanden. Aber wir gehen erstmal hier rein. Denn das, was man hier sieht, lohnt sich, glaube ich, auch schon ganz schön, oder? Klar, es ist alles extrem zerwühlt und durcheinander geruckt, aber doch ziemlich interessant. Das Ganze hier war nämlich mal eine alte Porzellanfabrik und das Ganze kann man auch ganz klar erkennen an einigen Proben, die hier noch liegen. Solche Vorlagen für kleine Untertassen zum Beispiel, irgendwelche komischen Granulate, die hier auf dem Teller liegen, die man eigentlich besser nicht anfassen sollte, denn hier stehen auch überall so ein paar Chemikalien bzw. Fässer mit Chemiezeichen, die einem signalisieren, fass das bitte lieber nicht an. Jetzt sitze ich hier quasi in einem der beiden Labore für diese Fabrik, in denen sozusagen wahrscheinlich entweder neue Sachen entworfen worden sind, also auch designtechnisch und vor allem aber auch die Zusammensetzung für Porzellan und vielleicht eine Verbesserung, dass das weniger schnell kaputt geht oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier auch versucht wurde herauszufinden und ja, natürlich auch dokumentiert wurde. Hier sind ganz viele Unterlagen auch am Start. Ich glaube, das ist der Stream, wo ich mit bei war. Er hätte mal sagen sollen, dass er streamt, dann hätte ich das nämlich nicht gemacht. Wie gesagt, das ist da oben, wo die komplette Fensterfront fehlt. 1965 bis 71 ist alles drauf. Prüfung. Bitte Ruhe. Da hinten sitzt so eine gruselige Puppe am Fenster. Oh Leute, guckt euch das mal an hier. Solche alten Puppen auf Lost Places finde ich auch mal richtig gruselig. Staatsverlag der DDR. Irgendwie so ein bisschen Tschernobyl-Feeling, finde ich. Was ist das, Stevie? Auf dem Herzen? Moin Leute, Stevie hier. Ich muss immer so das Saturn schnell, ich muss ein Teil holen, weil ich habe neue
Dings reingemacht, ich habe Saturn gefragt, dass ich nicht mehr abstellen kann, haben sie mir einen Teil gegeben, habe eingebaut, habe vergessen, einen Adapter zu kaufen, gehe rennt schnell zurück zu Saturn, aber ich habe schon PSN und PSF-Karten gekauft, also wird eine Verlosung stattfinden. Rechne mit 19.30 Uhr, 20 Uhr, vielleicht schon 19.30 Uhr oder 19 Uhr. Beeil mich, ich renne schon, wir sehen uns gleich, ne? Und sorry, ich bin vorhin eingeschlafen. Bis später. Auch das kann passieren, Stevie, sorry. Mir ist es doch schon passiert, dass ich Zimmerankündigung gemacht habe und dann war ich eingeschlafen, so ist es nicht. Ja, wenn man halt kaputt von Arbeit kommt, kann das mal vorkommen. Es soll sich Stevie mal keinen Kopf machen, das passiert mir auch manchmal. Nicht immer, aber manchmal so. So, Officer Fox, können wir mal reingehen? Jetzt weiß ich nicht, wie der nicht. Hey! Ach du ja. Kacke. Was ist das? 28, Roll Fire und Medic. Was haben wir? Hallo. Und was macht der? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist runtergeflogen! Break! Ja, positive Sichtung bei dem großen Felsen. Ja, wir gucken, Partner. Genau, und jetzt komm ein bisschen runter. Mein Name ist Officer Fox und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Real Life Online Server. Heute zu dritt bei der Polizei unterwegs und mit begleiten tun uns heute der Desert Fate. Hallöchen. Und Mannerwaffe. Grüß euch. Die beiden werden jetzt ein bisschen in der Stadt unterwegs sein, während ich mich meistens aufs Land fokussieren werde. Mit meinem wunderschönen Dodge Ram, der in der Mitte steht. Desert ist links der Charger zugeteilt und Mana fährt wie immer seinen lieben Everest. Dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt in unsere Autos und fahren einfach auf Streife. Wir sind heute für die Nachtschicht zugeteilt. Es wird schon dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich melde mir erstmal was zum Essen. Ja, würde ich auch machen. Vielleicht erstmal ein bisschen was futtern, bevor wir in den Dienst gehen. Melde mir die Shadows an die Zentrale. 28, 1041, 108. One Lincoln 10, Code 7, Mule Break. One Lincoln 8, 10-8. Wie gesagt, ich bin ein Online-Server. Ja, keine Ahnung, Wagen geschrottet. Oh, hat mein Wagen geschrottet. Wie gesagt, generell kurz Mule Break. Ja, fahr mal an. Guckst du schon, wo das ungefähr ist? Ja, ja. Aber guckst du schon, wo das ist ungefähr? Keine Ahnung, ich weiß nicht, woher soll ich wissen, wo das ist. Du siehst ja in unserem MDT, siehst du, wer den Notruf gesendet hat, haben wir extra eingestellt. Achso, da stimmt, da. So, meine Lieben, so, bin ich an der Autobahnunterführung vorbei. Ach du Kacke. Ja. 28, Roll Fire und Medic. Echt ehrenhaft und ich verabschiede mich mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, das wurde jetzt. Hallo, mein Name ist Ludwig von Testerheld. Ja, ich wünsche euch noch was, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wie gesagt, morgen werde ich wahrscheinlich wieder Livestream machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Und deswegen verabschiede ich mich einfach hier mal. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. So.